Liebe Leute, willkommen zurück. Es ist gerade voll die Action hier. Meine Flugzeuge fliegen hier, 49 Jagdflugzeuge und 4 Bomber, und versuchen hier so viel wie möglich von diesen EBGs hier zu vernichten. Die Kollegin Lena marschiert nach unten und versucht die auch nur anzugreifen. Ich bin gespannt, ob wir hier einiges vernichten können. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Hier sammeln sich weitere Truppen hier im Norden, greifen inzwischen die 33 Artis plus die 50 Artis hier den Araber an, der versucht uns hier in den Nahkampf zu verwickeln. Ich bin mir sicher, dass er wahrscheinlich seine 14 schweren Panzer demnächst losschicken wird. Hat er verloren bis jetzt 13.000 Mann. Und hier nochmal 16.000. Die Artis hier fast down. Ja, also er wird höchstwahrscheinlich seine Männer hier nach unten ziehen, und irgendwann werden die sich lösen von der AT-Armee, und da werden die 14 schweren Panzer uns versuchen, in den Nahkampf zu verwickeln. Hier kommen nochmal 8 schwere Panzer von uns hier entgegen. Wie lange brauchten der? 46 Minuten. Das heißt, ich muss ein bisschen auf der Hut sein. Und gleichzeitig auch meine Panzer lösen und ihm entgegenschicken. Währenddessen werden man 50 Artis plus die 33 hier weiterballern. Das heißt, es sollte eigentlich demnächst ja, ganz gut aussehen eigentlich. Hier sammeln sich weitere Artis. Ich habe die auch schon teilweise so nach oben gesetzt, dass sie weiterfahren sollen, damit ich die zweite Artilleriearmee hier, die 1000 und zweite Heeresgruppe. Wow, wir haben schon über 1000 Heeresgruppen. Entschuldigt. Damit die auch nochmal verstärkt wird. Wie viel Einheiten haben wir denn momentan noch? 7,7 Millionen. Wir haben heute und gestern natürlich sehr, sehr viel verloren, weil wir die ganze Zeit hier Action haben ohne Ende. Diese People sollen mal auch komplett hierhin. So, und dann habe ich hier noch ein paar Sachen hier rumstehen und rumfahren und sich sammeln und so weiter. Auch nochmal 11 Artis, also bam. Ja, das war natürlich ganz gut, dass wir vor geraumer Zeit so viel Artis hier hingeschickt haben. Die EBGs hier, die zwei, haben leider keinen Zugriff dahin, sonst würden wir die ein bisschen näher schicken. Wenn ihr seht, die haben keine Reichweite in Möhre. Mürren, Entschuldigung, Mürren. So, dann gibt es hier noch die zweite Front, wo wir auch massiv angegriffen werden, hier in der Hauptstadt von ehemaligen Finnland, in Helsingfors. Da sind inzwischen von uns 31 Artis angesammelt worden, zerstören hier auch schon ein paar People. Wir haben aber natürlich am Tag, wo wir nicht da waren, wo wir gearbeitet haben, haben wir jede Menge mehr verloren. Aber jetzt packen wir uns wieder, weil wir viele Männer zusammengesammelt haben. Hier ist ein EBG, der ballert auch da drauf. Der andere hat eben gerade schon drauf geballert. Jetzt fährt er erstmal ein Stück weiter und dann wird er halt eben auch mitkämpfen hier. Wir haben hier jetzt inzwischen 10 Bomber, leider keine Jagdflieger, noch nicht. Wir haben schon einmal angegriffen hier die Flugzeuge von Britisch Ägypten. Jetzt traut er sich scheinbar gar nicht mehr, nochmal anzugreifen, weil er gesehen hat, wir haben jetzt auch da Flugzeuge. Hier sammelt sich diese Schlachtflotte hier mit den 10 Kreuzern, und dann werden die hier weiterballern. Erstmal hier die Schlachtschiffe von Ägypten vernichten, und dann werde ich die hier. Oh, was ist hier? Da wird auch irgendwas angeschossen. Vielleicht Schweden. Ich glaube, der hat die EBGs am Start. Auf jeden Fall werde ich die hier auch nach Norden schicken und werde hier versuchen, die auch alles runter zu ballern, sobald die bereit sind. Hier hatten meine 4 EBGs inzwischen scheinbar die Festung ein bisschen demoliert. Da sehe ich, da sind 63.000 Mann drin. Die sollen ruhig noch weiter vernichtet werden. Ich schicke hier auch weiterhin jede Menge Truppen und so weiter nach. Und vor allem diese 41 Jäger, die werden hier dringend benötigt. Da kommen nochmal 2 Bomber, und da kommen auch nochmal Bomber. Hier 5 Stück, dann nochmal einer. Das heißt, 8 Bomber nochmal zur Verstärkung zu den bereits vorhandenen 10. Und wenn die Jäger auch noch da sind, dann wird das unheimlich helfen. Warte jetzt mal, ich muss mal hier das verändern. Soll man nach Umea alle und die Bomber hier genauso. Und auch nach Umea. Oh, die können über die Insel hier sogar fliegen. Ja, noch besser. Ja. Da kommt sogar noch ein Jagdflugzeugchen. Der soll mal. Der kommt ja nicht ganz durch, aber der kann schon mal nach Ulster. Nee. Der soll mal übers Wasser hier einfach auch danach kommen. Hier, ich versuche Trondheim gerade zu erobern und da so schnell wie möglich ein
Flugfeld zu bauen, weil dann können die nämlich hier von der Insel Ulster einfach darüber fliegen. Da wäre ja genug Range da. Wenn ihr seht, nee, sieht man gerade nicht, okay. Unabhängig davon ist auch nochmal ein Flugzeug, wie ich gerade gesehen habe. Genau, das war auch da hier rüber. So, okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal hier nochmal kurz nach Süden. Hier ist jede Menge Action. Der britische Ägyptenkollege schickt hier einiges. Es hat hier einiges auf Wasser. Was sehe ich hier so alles? Jede Menge Männer und auch ein paar schwere Panzer und so weiter. Ja, schwere Panzer ist ja scheinbar sehr ausschlaggebend hier auf dieser Karte. Hier habe ich tatsächlich, also der hat sich hier bewegt, der Marokkaner, in unsere Richtung, ist aber hier dann gestoppt, hat sich nicht mehr bewegt. Dann habe ich gedacht, okay, dann ärgere ich ihn mal und schicke ihm ein paar Flugzeuge hier auf den Hals. Er hat bereits 10.000 Mann verloren, aber die anderen Sachen hier sind hier nicht so krass beschädigt. Ich werde hier auch aufpassen müssen vom Schlafen gehen, dass ich vielleicht die Flugzeuge rechtzeitig zurückziehe und so lange sollen sie hier gerne rumfliegen. Könnte ich die hier eigentlich so angreifen? Ja, könnte ich sogar tatsächlich mit 24 Schlachtschiffen. Aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Wobei, hier kommen auch nochmal zwei Stück, weil hier hat 5 EBGs. Ich glaube, das wird sich sogar lohnen. Wie lange brauchen die noch? 24 Minuten. Ich glaube, das werde ich tatsächlich riskieren. Und dann kann ich hier nämlich die Armee auch ordentlich zerstören oder ordentlich beschädigen. Hier habe ich übrigens mit meinem 15 U-Booten ein Schlachtschiff zerstört, das hier herumstand mit. Da kamen irgendwie einige Männer, die wollten sich dem anschließen. Ich habe die Männer und das Schlachtschiff mit einem einzigen Tick zerstört. Die U-Boote haben leichten Schaden genommen, aber das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich sammle mal hier meine Südatlantikflotte hier und werde gucken, dass ich hier eventuell hier so ein bisschen rumschippe und vielleicht hier ein bisschen hinten im Hinterland ein bisschen Action mache, weil damit rechnet er wahrscheinlich nicht. Wobei, jetzt müsste er mich eigentlich schon die ganze Zeit gesehen haben. Er hat hier auch kaum Männer, wie ich sehe. Ich könnte hier theoretisch sogar landen und die Landung unterstützen, aber ich muss das eigentlich. Ja, wobei, hier ist ja so ein Kontrollprovinz, ne? Wäre vielleicht eine Überlegung wert, aber ich vermute mal, er hat da wahrscheinlich erstmal Stufe 5 Festung. Und der hat wahrscheinlich EBGs auch, also ja, ich werde mich mal erstmal hüten. Lassen Sie mal gucken, die EBGs haben eine große Reichweite, das heißt, die könnten eventuell hier unten beschossen werden. Dann muss ich hier schnell durch, damit ich nicht viel verliere. Was gibt es noch so Schönes? Die Pazifikflotte, die ist immer noch recht klein, die sammelt sich dann nach wie vor, die steht einfach hier rum und hat nichts zu tun. Allerdings bin ich gespannt, was hier die Bomber denn demnächst anrichten werden. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir so viel EBGs hier so wie möglich zerstören, dann ist er hier wirklich geschwächt und dann könnte er hier die Kollegin Marina, Entschuldigung, Marina, nicht Marina, sondern die Lena, hier durchgreifen. Marina, die erste, die war ja in einer anderen Runde bei uns dabei, aber nicht in dieser. Ich habe einen Blödsinn erzählt. Sorry. Ansonsten, Japan hat uns hier massiv angegriffen, hier in Yuzhno. Wir haben uns gut gewehrt. Wir haben, glaube ich, keinen einzigen Mann verloren, oder? Nee. Dadurch, dass die Festung Stufe 4 war, die ist jetzt natürlich leicht beschädigt. Deswegen werden wir die mal vielleicht auch mal demnächst mal wieder reparieren. Dann machen wir Stufe 5 Festung und dann machen wir tatsächlich hier sogar eine Werkstatt Stufe 2 auch nochmal hinterher. Da soll ja auch mal repariert werden. Und wir haben hier zwei Artis hier stehen und Japan hat glaube ich 40 oder über 40.000 Mann hier versucht zu landen. Da kommen jetzt nochmal wieder nächste People 21.000. Ich weiß nicht, ob die in unsere Richtung marschieren. Kann gut sein. Ich hoffe, die landen hier. Da ist ja gut gefestigt und die zwei Artis sollten hier auch ihr Übriges tun. Hier habe ich sicher jetzt aber auch einen Arti abgestellt für die 17.000 Mann. Und hier wird fleißig auch Festungen gebaut und hier müsste theoretisch, ja, okay, habe ich schon in die Wege geleitet, 9 Stunden geht das aber erst los mit den Festungen hier und ja, und hier kommen immer noch jede Menge Männer hinterher, wie ihr seht, da ist noch einiges unterwegs. Das ist tatsächlich nur ja, für die Sicherheit und eventuell noch eine zweite große Dings hier aufzubauen, eine zweite große Armee. Xinjiang macht hier scheinbar gar nichts mehr. Das macht alles jetzt nur noch der Araber. Der hat hier halt eben, wie gesagt, diese People jetzt zusammengesammelt. Gucken wir mal kurz in die Zeitung. Was gibt es denn hier am Tag? 50 so neues Statistik.
Führende Industrienationen sind wir wieder immer noch auf Platz 1, Arabien auf Platz 2, Niederländisch-Ostindien auf Platz 3. Und Ägypten und Xinjiang haben zusammen nicht mal so viel wie Ostindien. Also, ja, die haben natürlich sehr viel verloren. Ich glaube, Marokko hat. Moment, wollten wir nochmal kurz gucken, bis der hier wieder wechselt. Kann ich das auch nochmal kurz prüfen? Nicht, dass ich einen Blödsinn erzähle, aber ich glaube, die drei Spieler, also genau Marokko, ja, doch. Kommt gerade so ungefähr hin, die drei Spieler, Ägypten, Xinjiang und Marokko, haben ungefähr wie Ostindien alleine. Ne? Ja, schaut ganz gut aus. Wir haben jetzt immer noch hier die Zeit, hier abzuwarten. Ne? Der Sieg ist noch nicht ganz sicher. Ach, der Countdown hat neu gestartet. Ja, scheiße, habe ich ganz vergessen. Der Countdown ist neu losgegangen, weil ich diese Provinz hier revoltiert ist. Ich meine, ich verstehe es nicht. Die ganzen People standen hier da drin herum. Ich meine, okay, die Moral ist natürlich schlecht, weil da wird die ganze Zeit drauf geballert und alles, ja. Aber, ach, deswegen ist der Counter neu gestartet worden. Mein Gott. Ich denke mir schon, ich habe schon gedacht, es muss jetzt unter einem Tag inzwischen sein, aber, ja, okay, alles klar. Die Provinz ist hier revoltiert. Obwohl meine Männer hier genau da drin stehen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Okay, die sind alle, natürlich alle im Kampf. Und wahrscheinlich aus diesem Grund, aber unabhängig davon ist es natürlich, ja, ein Armutszeugnis. Okay, gut. Wissen wir, wie es ist. Wird noch einen Tag länger gehen, das Ganze. Mindestens. Ich hab hier aber schon zwei EBGs am Start. Da kommt schon mal der dritte und demnächst kommen noch einige nach. Das heißt, ich sollte hier einigermaßen sicher sein, ne? Frage ist, ob sie dann nicht irgendwie auf einen anderen Punkt konzentrieren werden, wo ich eventuell so einen, ja, Kontrollpunkt verlieren könnte. Das werden wir aber demnächst dann wahrscheinlich erfahren. Also, es ist jede Menge los auf der Welt. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ihr seht auch jede Menge Rotes. Hier sind unsere Gebiete. Die zwei Kontinente haben wir komplett. Und hier in Asien sind wir auch unterwegs und ein bisschen in Europa. Vor allem UK-Inseln gehören ja uns. Ja, das ist jetzt wirklich spannend. Also ich hätte voll Lust, hier einfach zu landen und denen ein bisschen zu ärgern, ne? Warte, ich schick mal hier mal so ein. Hab ich hier irgendwo so einen beschädigten Kreuzer oder sowas? Hier sind einige beschädigte Kreuzer. Ich schick mal einen mal sicherheitshalber mal dahin. Nur um zu schauen, ob hier ein EBG drauf ballert, dann ist der Kreuzer halt eben weg. Das ist nicht so schlimm. Wobei, ne, werde ich jetzt nicht machen. Den behalte ich mal, der soll mal hier hingehen. Werde, glaube ich, mal so ein Peoplechen hier aus dem Süden da mal dahin schicken. Einfach mal versuchen auch zu landen. Ja, wieso nicht? Und den hier werde ich mal in Cape Town landen. Und dann gucken wir mal, ob da was passiert. Und vielleicht schicke ich den auch mal dahin. Ja, der soll mal hier diese Provinz. Ja, wenn die draufgehen, ist es wie gesagt auch recht egal. Geht nicht darum, hier wirklich da was zu erobern. Es geht darum, dann zu schauen, ob da was ist. Drei People kann ich noch verdauen. Ja, inzwischen ist natürlich die Kill Death Rate ein bisschen gesunken. Ja, sie ist 3,08 immer noch. Wir haben inzwischen 11.000 People gekillt oder 11 Millionen Mann. Wir haben selber 3,5 Millionen verloren. Haben noch, wie gesagt, 7,7 Millionen People am Start. Das heißt, da ist noch einiges, ja, einiges drin. Wie lange brauchen die noch? Hier 17 Minuten. Okay, so lange werde ich die Aufnahme nicht mehr machen. Und die Bomber sind hier Wander. Auch in 11 Minuten. Ja, okay. Dann werden wir morgen mal schauen, was wir, ob ich, wann ich eine Folge aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob Tag 51 schon eine Folge aufnehmen kann, aber Tag 52 sollte auf jeden Fall drin sein. Und ja, ich freue mich schon, wie es weitergeht. Es ist hier jede Menge Action, in jede Menge Fronten, überall passiert was. Mir macht das auch riesen Spaß. Ich meine, es muss jetzt nicht. Ja, es ist jetzt natürlich doof, dass es einen Tag länger dauert, aber andererseits habe ich hier noch ein bisschen Spaß mit den ganzen People, ne? Also, und ja, ich hoffe, ihr auch. Ich werde mal hier diesen Bomber, weil der hier nicht mehr fliegt. Und obwohl, ich könnte hier angreifen, ne? Während die Flugzeuge da am Boden liegen, ist mir lieber diese drei People vom Schweden hier. Achso, die KI greift mich ja auch immer an allen Fronten an. Hier, Archangel schippt immer wieder was aus. Da haben drei People es geschafft, hier durchzubrechen. Und die werden wahrscheinlich irgendwo hier landen. Oh, ich sehe gerade das. Da oben ist ja nichts drin. Ja, werde, glaube ich, mal hier nochmal zwei People abziehen.
sollen nach Vardö und die sollen Murmansk bleiben. So, dann sollte das alles einigermaßen geschützt sein. Ich hoffe nicht, dass er in Hammerfest landet, aber da kommt ja auch noch ein paar Sachen hinterher. Hier, wobei die landen doch nicht mehr da im Norden. Egal, auf jeden Fall sollte das kein Problem sein. Und auch die KIs, die uns hier angreifen, ihr seht gerade, Petrograd ist gerade frei geworden. Und ich glaube, ich werde mir mal die Provinzen mal holen, weil es. Dann hat der aber hier Zugang eventuell. Ist mir wurscht, ich werde jetzt mal die Provinz holen, bis er hier ankommt. Der eine People vernichtet wahrscheinlich. Und dann habe ich wenigstens einen Moralboost überall. Man könnte vielleicht auch die Provinz hier. Ach, der hat jetzt nur noch 7% Moral. Okay, also das wird immer schlimmer. Ah ja, damit die morgen vielleicht wieder revoltieren. Da muss ich unbedingt aufpassen, wenn es soweit ist. In 10 Stunden, 40 Minuten. Dass die mir nicht erneut revoltiert, weil dann wird der Countdown erneut zurückgesetzt. Außer. Ich schaffe es vorher vielleicht, hier diese Kontrollprovinz auch einzunehmen. Ja, das wird natürlich noch spannend sein. Wie lange braucht denn der noch? 31 Minuten. Ich glaube, ich werde mal hier mal über die People hier mal entgegenschicken. Sagen wir mal 200.000. Und der Rest bleibt da zurück. Ich werde die mal hier hinschicken. Und dann werden die in der Defensive sein. Und der greift an und der wird in der Offensive sein. Der bewegt sich jetzt immer noch stark in unsere Richtung. Ich vermute mal, er wird kurz vorher stoppen und dann eben die Sachen auspacken. Ja. Und ich will ja die deswegen als Defensiveinheiten, weil die in Defensive stärker sind. Ne. Ihr seht ja, der Defensivwert ist höher als der Schadenswert. Und was hat der so? Der hat jetzt so im gesamten Stack 818 Attack. Das heißt, da werden die People theoretisch draufgehen, aber er muss ja etwas lösen, ansonsten wird er hier seine Artis schnell verlieren. Ja, und außerdem werde ich ja hier mit beiden Armeen hier weiter draufballern. Das heißt, es sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich bin gespannt. Werde euch morgen auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ich noch online bin und irgendwie eine Möglichkeit habe, hier ein Foto zu machen, dann mache ich das auch. Aber ansonsten werde ich euch morgen einfach erzählen. Ja, danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, ne? Macht es gut. Ciao, ciao.